A wie Aufarbeitung. Was ist Aufarbeitung? Sich beschäftigen mit der Vergangenheit, vor allen Dingen mit der politischen, wenn es jetzt hier um die DDR und die BRD geht. Ich glaube, jedes Land hat noch viel aufzuarbeiten, weil kein Land perfekt ist. Aber dass gerade die Deutschen auch viel schon gelernt haben. Ja, Aufarbeitung hat ja was mit Geschichte zu tun. Und wenn man die Geschichte jetzt nicht kennt, wie es mal angefangen ist, dann kann man auch die Gegenwart schlecht bewältigen. Was bringt uns die Beschäftigung mit der Vergangenheit? Was hat das Vergangene mit unserem Leben heute zu tun? Wenn wir uns nicht mit den Geschehnissen auseinandersetzen, die in der Geschichte passiert sind, dann wäre das täglich grüßt das Murmeltier. Because if we don't research and you know the history, we will make the same mistakes again and again. Ich denke, wenn man die Geschichte versteht, dann oder sich mit der Geschichte auseinandersetzt, versteht man die Gegenwart besser und warum auch politische Entscheidungen getroffen werden oder sowas. Ich pense que c'est important de s'occuper de l'histoire parce que ça fait partie de notre identité, de l'identité de la nation. Wir müssen aus der Geschichte lernen, wenn wir wollen, nach vorne zu kommen, wenn wir das überhaupt wollen. Wenn wir das nicht wollen, müssen wir gar nichts mehr mit der Geschichte anfangen. Wie wichtig ist es, sich auch 28 Jahre nach dem Mauerfall mit der DDR-Vergangenheit zu beschäftigen? Nur weil es schon etwas länger her ist, heißt das nicht, dass es nicht noch ein Teil von uns ist. Sondern es wird immer ein Teil von uns bleiben. Und es sind dadurch sind einfach so viele schlimme Geschichten entstanden und so viele Beziehungen kaputt gegangen und so viel Leid entstanden, dass es halt wichtig ist, dass man sich auch noch in Zukunft damit beschäftigt. Und egal, wie lange es schon her ist, sondern dass man die Zukunft dadurch besser macht. Mein Opa, der kommt halt aus Ostberlin und für die ist das schon auch ziemlich nah. Und wenn die dann erzählen, dann merkt man auch richtig, wie das denen nahe geht. Also für uns scheint das weit weg, aber es ist eigentlich noch gar nicht so weit weg. Halt eben nur diese 25 Jahre. Ja, es gibt teilweise Tendenzen, die im Nachhinein die DDR so ein bisschen verherrlichen. Und da meine ich, gibt es keinerlei Grund dazu. Das, was erkämpft worden ist, also mit der Fall der Mauer, ist schon also absolut bemerkenswert. Ne? Und die Generationen, die jetzt das miterleben durften, die können sich glücklich schätzen, weil sowas ist ja echt absolut einmalig. And now when other people in other countries talk about walls, perhaps they can look at past German history and see, you know, what could happen when you build walls, metaphorically or literally. Kann durch die Auseinandersetzung mit Geschichte unsere Demokratie gestärkt werden? Also ja, ich denke schon, gerade wenn man auch die Themen von früher behandelt, dann wird einem noch mal bewusster, was für Glück wir gerade auch haben, dass wir hier in einer Demokratie auch in Deutschland leben oder auch wenn man sich andere Länder anguckt, dann wird das einem schon noch mal bewusster. After communism fall and my eyes opened, now I understand how important to bring to people around all the world information, what really happened. In anderen Ländern haben die Leute nicht die Möglichkeit, sich zu beteiligen und etwas zu verändern. Und dass das wirklich etwas sehr Gutes ist und dass wir sozusagen die Macht haben. Demokratie ist eine starke Kraft, wenn man die Demokratie auch umsetzt. Wie könnte eine Aufarbeitung der Geschichte in der politischen Bildungsarbeit mit Jugendlichen aussehen? Find different ways to reach them outside of the classroom, because the last thing anyone wants to be, even as an adult, the last thing you want to do is be in a classroom where one person is just telling you everything. Es ist wichtig, dass sich die Jugendlichen vor allem mit Originalorten, Originalquellen beschäftigen und wirklich auf den Grund der Geschichte und der historischen Ereignisse gehen, verschiedene Perspektiven einnehmen können und dadurch die historischen Ereignisse beurteilen können. So standing in this right now is more overwhelming than I was imagining it to be, and it made me realize how important this is for my generation. I'm 25 years old. For my brothers and sisters who are younger than me, why they need to learn about this and why it's so important for them to experience things like this, because if you're not in this position, if you're not here, you don't feel it and you can't understand the history. So I think it's detrimental to our future generations for people to understand.